So, was hatten wir da drin? Hier ist Bruce, ne? So. Okay, packen wir mal das ganze Holz mal in die Kiste. Schnappen uns mal den Excavator und hier so eine Pickaxe und werden mal in den Keller mal eben gehen. So. Da haben wir die Tür. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt, wir gehen noch eine Etage tiefer. Wo ist denn der Rucksack hin? Das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen, wenn wir den verloren hätten, oder? Die ganzen Sachen hier. So, dann haben wir ja hier den Sledgehammer. Klopfen wir den Boden nochmal eben ein tiefer. Und für so einen Portalraum müssen wir mal eben sehen. Das ist auch nicht mal ganz schön, wenn man da ein bisschen mehr Platz hat. Vielleicht gehen wir da auch noch einen weiter in die Breite, auch hier wieder mit so einer Treppengeschichte. Wir haben ja, glaube ich, hier... Genau, da ist ja wieder hier diese Holzstütze. Dass wir vielleicht hier auch wieder mit solchen Treppengeschichten dann wieder ein bisschen breiter werden. Ich packe hier mal eben so einen Ofen mal eben hin. Haben wir noch mal ein bisschen Holzkohle oder sowas da? Na gut, dann schmelzen wir das mal ein. So. So, ich meine, dass hier noch ein... Genau, so ein Holzslab noch hin muss. Und dann machen wir uns hier nochmal ein paar Fackeln. So. Ist okay. So, dann machen wir mal hier die Treppen mal eben hin. Und jetzt überlege ich. Machen wir es jetzt nicht zu kompliziert?
dass wir vielleicht einfach hier mit den Treppen das so machen. Und dann noch ein Tick breiter werden dann, ne? So, dann machen wir uns hier so einen kleinen Gewölbekeller. Und gehen dann hier nochmal so einen in die Breite. Dann haben wir das ein bisschen geräumiger, können wir hier auch noch ein kleines Lager dann auch noch anlegen. So, mal sehen hier. Warum nicht? Gehen wir einfach mal nur in die Breite. Machen hier so ein kleines Lager. Und dann brauchen wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen was von dem Stein, ne? Ist ja auch schon wieder Nacht, ey. Schnapp mir mal eben hier unseren Esel hier oder hier mit dem Pferd mal eben. Und wir holen mal ein paar Steine hier. Na. So. Ach, hier, so. Das Fleisch mal eben mit. Ich will mich jetzt auch mit den ganzen Creepern hier auch nicht anlegen. Das ist ja auch mal hier. Reiten wir mal eben durch die Nacht. Wir haben auch noch Steine im Nether, meine ich. Ne? Wir hatten da noch so viel eingeschmolzen, da bei dieser Cobblestone-Schmelze. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Wie war denn das noch? So, komm mal her hier. Ich leg mich hier mal schlafen. Hier die Katzen hier, die haben das auch irgendwie nicht so richtig. So. Also da hatten wir doch hier auch noch Steine, ne? Ich sammle mal eben das ein, was wir hier schon so haben an verarbeiteten Steinen. Ich meine, hier haben wir Andesit. Da haben wir noch so eine Treppe. Ich guck mal im Nether mal eben. Ich meine, dass wir da noch was in der Kiste haben. Naja. So viel ist es jetzt auch nicht, aber wir hatten doch da diese Cobblestone-Schmelze, meine ich, hatten wir doch hier oben, ne? War das nicht da mit den, da bei dem alten Portal?
Oh, da ist doch hier so ein riesen Magma-Cube, den müssen wir uns auch mal holen, wa? Ja klar, komm her hier. Na, das ist doch mal hier. Hier mit unserem Lack hier. Na, komm her hier. Da haben wir schon. Ach, schön. Gleich mal holen hier. Auch der da, ja, lass den mal ankommen hier. Haben wir auch schon gleich 6 hier von den Magma Creams uns geholt. Da können wir auch mal wieder ein paar Tränke auch mal wieder hier brauen. Na komm her. So, das ist so. Oh. Hier auf der Herdplatte hier, ey. Also. Ja, auch wieder mal richtig bescheuert hier, ey. Moment. Da haben wir echt Schwein gehabt, dass sie da nicht in die Lava reingefallen sind, ne? Ich muss mir auch echt mal angewöhnen, hier auch mal ein bisschen die Potion auch mal mitzunehmen hier. Weil, wie gesagt, ey, das war jetzt echt Glück, ey, dass wir da nicht abgeschmiert sind, ey. Jetzt nur diese Magma-Cubes sind und so, trotzdem, die sind ja auch nicht ohne, ne? So, ich repariere das mal hier so notdürftig. So. Na, ich vergesse das auch jedes Mal. Ach, hey, das sind hier wieder diese anderen Viecher hier, ne? Hier diese Katapultgeschichten, oder? Wieder irgendeiner geschossen. Also ich muss das hier echt ein bisschen besser absichern. Hier, der da noch. Der war das doch hier, ne? Mit seinem Katapult hier, ne? Ja, genau. Der kam von dort. Das, so. So, jetzt kommt er wieder an hier. Ja. Mist hier. Ah, hier. Also, das hier Diamantrüstung und allem. Das ist hier doch noch ganz schön gefährlich, ne? So, das heißt, das nächste Mal nur noch mit Potion hier auf der Leiste hier rein, ey. So. Oh, oh. Alles klar. Da ist doch noch einer, ne? Den lass mal da. So. Ich wollte ja hier im Prinzip eigentlich nur mal eben gucken, hier nach den Steinen. Genau, da haben wir doch jede Menge. Das ist ja auch noch immer noch hier am Köcheln und so weiter. Hier unsere kleine Cobblestone-Schmelze, da greifen wir nochmal richtig zu hier. Ich pack mal eben alles weg, was wir hier gerade nicht brauchen. Der Rucksack, der füllt sich von alleine und nehmen wir mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks mal eben mit. So. Schön. So, dann haben wir hier
Das müsste die Leiter sein hinter dem Portal dann, ne? Ja, genau. Alles klar, so war's. So. Hier auch dann, ne? Alles klar. Gut. Hier den Gang. Auch dann hier noch ein bisschen ausbauen das nächste Mal. Da hinten hier die Fenstergeschichte auch mal ein bisschen konkreter werden dann auch. Jetzt ist ja erstmal der Plan, diesen Gang hier sozusagen zu verlängern, Richtung Dorf. Das ist hier alles noch so ein bisschen improvisiert auch, ne? Auch hier müssen wir dem Glas dann einfach auch mal sehen. So. Steine haben wir erstmal.